Conchita Wurst. Exactly. Ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Wir haben alle die Daumen gedrückt. Vielen, vielen Dank. Das hat geholfen. Ja, nachdem du vor 2 Jahren hier warst, damals warst du Zweite im Vorausscheid geworden. Ja. Und wir haben es ja schon ein bisschen prognostiziert. Du wusstest damals noch nicht genau, ob du mitmachst, aber noch ein zweites Mal. Aber diesmal hat es geklappt. Ab wann war dir das klar? Nach dem Halbfinale schon? Nein, um Gottes Willen. Weil da konnte man ja schon sehen, dass das offensichtlich der größte Hallenerfolg war. Also in der Halle selber konnte man sehen, die Leute sind am meisten abgegangen. Bei dem Donnerstags war das Halbfinale. Genau. Das habe ich natürlich gemerkt, aber nichtsdestotrotz ist es ja eine sehr subjektive Wahrheit da in der Eurovision-Bubble. Ja. Und deswegen habe ich nicht damit gerechnet, dass ich gewinne. Und auch als wir dann das erste Mal im Ranking auf Platz 1 waren, habe ich zu meinen Freunden gesagt, so, holt eure Handys raus. Das passiert jetzt ganz schnell nicht wieder und das ändert sich sehr, sehr schnell. Ja. Hat sich dann nicht geändert. Also es war wirklich sehr verdient, weil neben der Tatsache, dass natürlich viele Leute auch die Idee großartig finden und die Idee gewählt haben, hast du auch super gesungen, wie ich fand. Vielen Dank. Dankeschön. Also fehlerfrei. Naja. Ja, doch schon fast. Also ich bin nie zu 100% zufrieden. Ja, aber es war schon sehr gute Performance. Dankeschön. Sehr divenhaft und so. Ist das das, was du dir immer erträumt hast? Ist das jetzt bereits der Höhepunkt deiner Karriere? War's das? Nein, das ist natürlich der Höhepunkt meiner Karriere bisher. Ja. Aber ich werde auch nicht müde, immer wieder zu sagen, dass ich einen Grammy möchte. Ob ich den bekomme oder nicht, werden wir sehen. Aber ich brauche einfach große Ziele, um dann eben Stück für Stück Dinge zu erreichen. Du hast ja mal... noch unter deinem normalen... Du machst ja kein Geheimnis draus, oder? Nee, also ich fand das erste Jahr fand ich das immer sehr lustig, so zu tun, als würde Frau Wurst Tom nicht kennen. Ah, okay. Aber mittlerweile habe ich, das ein bisschen aufgeweicht. Ja, das heißt aber, du nach dem Auftritt? Genau, also wenn ich... Und dann siehst du wieder aus wie Tom, genau. Ohne Schminke, ohne Perücke, ohne Brüste. Ja. Ist ja auch praktisch, ne? Weil man dann wahrscheinlich nicht so häufig erkannt wird. Wenn du so durch die Gegend läufst, würde dich ja mittlerweile in Europa wahrscheinlich jeder erkennen. Ja, also ich mache durchwegs 1, 2 Fotos am Flughafen, wenn ich irgendwo... Auch ohne Perücke? Nein, ohne Perücke nicht. Also da gucken die meisten... Gehst du mit der Perücke zum Flughafen? Da kommt drauf an. Kommt auf den Timetable an. Also so wie heute war es ja schon sehr straff getimt, deswegen zack. Okay, dann fährst du mit dem Outfit sozusagen von einer Veranstaltung oder von einer Verpflichtung zur nächsten. Richtig. Richtig. Aber wenn die jetzt deinen Pass kontrollieren, im Pass ist ja nicht das Bild drin, oder? Das ist wahr, ja. Es ist ein furchtbares Foto drin. Ich wünschte mir, dass so ein Bild da drinnen wäre. Ist es aber nicht. Aber komischerweise, das hat irgendwie immer gut funktioniert. Also selbst außerhalb der EU sind die da ganz... Ach ja, die denken sich, ach, die lustigen Europäer. Ja. Sich die mal einfallen lassen. Jetzt, wenn du solche Reaktionen bekommst aus Amerika, von amerikanischen Künstlern, ist das ein bisschen Hinweis dafür, dass man das dass du vielleicht auch in Amerika erfolgreich sein könntest? Gibt es Kontakte? Hast du... Naja, wir haben natürlich Kontakte und aufgrund dessen, dass diese Personen jetzt irgendwie Notiz von mir genommen haben, bin ich ja noch lange kein Star. Also da muss man ja schon noch ordentlich dafür arbeiten. Ja. Und mir ist auch bewusst, dass meine Songs besser gut sein sollten, weil sonst hat sich das auch schnell erledigt. Du hast ja noch gar kein Album. Es gibt eigentlich nur diese Single, so Rise Like a Phoenix. Ja. Und das andere, das Album muss ja erst noch gemacht werden. Da bist du wahrscheinlich gerade dabei. Da sind wir gerade dran und ich gebe das auch offen und ehrlich zu. Ich bin relativ talentfrei, wenn es darum geht, Songs zu schreiben. Deswegen bin ich da angewiesen auf talentiertere Menschen. Da, guck an. Und ja, Stefan, vielleicht hast du ja einen in deiner Schublade. Was für in meiner Schubschublade? Ja. Exactly. Was schwebt dir denn vor? Unter Umständen, je nachdem, wenn mir was einfällt. Ich muss noch wissen, was für ein Style das sein muss. Das war ja jetzt sehr, sag ich mal, divenhaft, Shirley Bassey und so, die große Welt der Theatralmusik sozusagen. Ja, und da fängt die Problematik auch schon an, weil ich mag das natürlich total gerne, aber ich liebe auch Pussycat Dolls Songs. Und das auf ein Album zu bekommen, ist ein bisschen schwierig. Wie sieht's aus mit Rock'n'Roll? Ja, da müsste ich mich ein bisschen eingrooven. Aber ich denke, Headbangen? Kannst du auch tief singen oder geht's eigentlich nur hoch? Ich weiß gar nicht, wie weit meine Range nach unten geht. Das müsste man mal ausprobieren. Das ist so ein bisschen... Nee. Das geht nicht? Nee. Lass mal was ausprobieren. Vielleicht probieren wir es mal. Ach, weißt du übrigens heute, das ist toll, dass du hier bist. Ich glaube, die Österreicher sind ja nicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Oder? Es tut mir leid, wir sind große Fans hier in Köln. Peter Stöger, österreichischer Trainer, hat den FC zum Aufstieg gebracht. Aber die deutsche Nationalmannschaft spielt ja. Und weißt du, wer heute Geburtstag hat? Nein. Poldi. Ach, wirklich? Lukas Podolski. Alles Gute. Und ich weiß, dass die, ich weiß, dass die Nationalmannschaft uns zuschaut. Ja? Ja. Sollen wir ein Geburtstagslied spielen für Happy Birthday? Ja. Komm, welche Tonart ist gut für dich? Ich versuche das mit so ein paar schmusigen Akkorden zu machen. Ist das da? Happy. Ist das gut? Ja, das ist gut. Nee, ist okay. Okay? Poldi, ne? Lieber Poldi. Okay. Die gucken uns zu, weißt du? Das ist ganz total motivierend für die WM, dass die... Okay. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Poldi. Happy birthday to you. Wenn wir jetzt nicht Weltmeister werden, aber dann weiß ich nicht. So, Lukas Podolski! Ja, das kam ein bisschen zögerlich. Lukas Podolski! Exactly. So. Ja, ich hätte noch so viele Fragen. Angeblich gibt es eine Einladung zu Oprah Winfrey in die Show. Oprah Winfrey. Oh. In Amerika. Wenn man da gewesen ist, dann ist man big. Ja, das habe ich auch schon gehört. Kam jetzt noch keine Anfrage. Achso, es kam noch keine? Kam noch keine Anfrage. Okay. Vielleicht läute ich mal durch. Jetzt mach erstmal das Album fertig. Ja? Wenn mir ein Song einfällt, schicke ich dir einen. Sehr gerne. Ja, ich kann mal drüber nachdenken. Pop, Dance, sowas, die Abteilung. Ja.